Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es meine aufgebrauchten Produkte und diesen Monat ist es nicht viel. Also ich habe diese Tüte hier nicht voll. Die ist ungefähr bis hierhin voll. Und ja, ich würde sagen, wir starten trotzdem gleich und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Als erstes haben wir hier von Garnier Skin Active das Micellenreinigungswasser All-in-One für Mischhaut und empfindliche Haut. Das mag ich eigentlich ganz gerne, damit kann ich mir über das ganze Gesicht gehen, damit kann ich mir über die Augen gehen und es nimmt das Make-up sehr, sehr gut runter. Und ja, verwende ich wie gesagt sehr gerne und eigentlich fast mit täglich, also neben meinen Reinigungstüchern, also die diese hier. Also entweder nehme ich das hier zum Abschminken oder das hier und gehe dann nochmal mit dem Waschgel drüber. Aber an sich finde ich beide Produkte echt super. Das ist halt auch einer meiner Favoriten, weil das ist, hat so eine Pflege mit drin. Also es hinterlässt so ein schönes, angenehmes Hautgefühl. Wenn ich manchmal spät nach Hause komme und dann wirklich keine Lust mehr habe, mich großartig abzuschminken und eigentlich nur noch ins Bett möchte, dann nehme ich wirklich nur dieses Tuch und gehe mir damit übers Gesicht komplett und lege mich dann gleich ins Bett ohne Creme, ohne allem und finde ich super. Und ja, und wenn ich mir mehr Zeit lasse, dann nehme ich halt, wie gesagt, das Micellenwasser. Aber an sich finde ich beide Produkte echt super und kann ich mir momentan aus meiner Abendroutine nicht mehr wegdenken. Dann habe ich hier eine Probe von einer Bodylotion aufgebracht und zwar diese Mixa beruhigende Bodylotion. Vom Duft her, ich glaube, die hat gar keinen Duft, was ich aber nicht schlimm finde. Und von der Pflege her fand ich sie echt gut. Also da könnte ich mir echt vorstellen, die mal nachzukaufen. Aber ich habe momentan genügend Bodylotions hier bei mir rumstehen. Die müssen erstmal aufgebraucht werden. Deswegen wird die erstmal nicht nachgekauft. Aber von der Pflegewirkung her, von dem einen Mal, wo ich es halt verwendet habe, fand ich sie echt gut. Dann habe ich hier von L'Oreal eine Tonerdemaske aufgebraucht. Peelend, Porenverfeinern, 3 reine Tonerden in Rotalgen. Ja, fand ich jetzt nicht berauschend, nicht durchschnittlich schlecht oder überdurchschnittlich schlecht. Aber würde ich mir jetzt als Originalprodukt nicht nachkaufen. Dann hatte ich mir mal von Action so Sheet Mask mitgenommen. Und zwar, das ist die mit Mandelöl und Vitamin E. Ja, war eine sehr, sehr glitschige Angelegenheit, muss ich sagen. Also die ist sehr, sehr, sehr feucht. Vom Duft her, ja, ist jetzt nichts Berauschendes. Von der Pflegewirkung her, ja, also es gibt bessere, ganz klar, aber für den Preis kann man nicht meckern. Würde ich mir aber dennoch nicht mehr nachkaufen, weil da finde ich die in den Drogerien doch noch ein Stückchen besser. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Sephora eine Shea Lip Maske und also das muss ich sagen, ist echt Bombe. Also ein richtig, richtig, richtig gutes Produkt, hat mir echt mega, mega gut gefallen. So. Und es kommt auch noch Produkt raus, sehe ich gerade. Ist auch ein bisschen eingestaubt. Ja, also es ist halt diese Lippenmaske. Na, habe ich überall noch so Reste von der Maske. Also die ist auch sehr, sehr feucht gewesen. Ja, wie gesagt, fand ich sehr, sehr gut. Hat einen tollen Job gemacht. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die Pflegewirkung ein bisschen länger hält. Also sie hat bis zum nächsten Tag gehalten, aber dann war auch schon Schluss. Also von der Pflegewirkung hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich würde sie mir dennoch nochmal nachkaufen, weil gerade wenn man irgendwas vorhat abends und man möchte für den Abend perfekte Lippen haben, kann man sich die drauf machen und die versorgt die Lippen halt richtig schön mit Feuchtigkeit und gibt so richtig so ein aufpolsterndes Gefühl. Also hat mir echt wirklich sehr, sehr gut gefallen und dafür würde ich sie mir auf jeden Fall nochmal nachholen. Dann habe ich hier einmal aufgebracht von Isana die kleinen Wattepads. Die mag ich eigentlich am liebsten, weil die fusseln nicht. Habt ihr auch schon mehrmals in meinen Videos gesehen. Und dann habe ich hier einmal aufgebraucht die Maxi-Pads. Und da muss ich echt sagen, wenn ich jetzt die kleinen Wattepads vom DM mit diesen Maxi-Wattepads von DM vergleiche, finde ich die Maxi-Wattepads wesentlich besser. Also hier habe ich es nicht gehabt, dass mir da irgendwas gefusselt hat, dass ich irgendwo überall Fussel im Gesicht hatte. Also die fand ich richtig, richtig gut. Und ja, habe ich mir auch wirklich schon mehrmals jetzt nachgekauft, weil ich auch das Design von diesem Faultier mega süß finde. Und auch in Zukunft kann ich mir vorstellen, die weiterhin nachzukaufen.
Dann habe ich hier einmal aufgebraucht. Das war in einer Barbara-Box drin. Und zwar diese 185-Euro-Creme von Tavana bei Anushka Dueli oder Düli. The Pearl High Performance Boost A Day Cream nennt sich die. Und da muss ich sagen, also die ist schon sehr, sehr reichhaltig. Und vom Duft her, also sie ist halt auch sehr parfümiert. Also fand ich jetzt nicht so gut. Und ich habe die nicht als Tagescreme verwendet, sondern als Nachtcreme. Und ja, als Nachtcreme fand ich sie ganz gut, weil sie wirklich die Haut gut versorgt hat mit Feuchtigkeit. Sie hat ihr halt so ein bisschen so alles über Nacht so zurückgegeben, was man so braucht. Also man hat am nächsten Tag schon ein schönes Hautgefühl und Hautoptik gehabt. Allerdings muss ich dazu sagen, die soll ja angeblich wirklich 185 Euro kosten. So viel gebe ich nicht für eine Creme aus. Also die war in der Box drin, weil die ja kurz vorm Ablaufen war. Ich glaube, 8/2/17 ist die abgelaufen. Ich habe die jetzt bis Anfang Oktober verwendet. Also war auch überhaupt kein Problem. Hat noch genauso gerochen wie am Anfang. Aber ich würde mir diese Creme hier nicht mehr nachkaufen. Einfach aus dem Grund, weil sie mir zu teuer ist. Dann habe ich hier von 8x4 ein Deo aufgebraucht. Und zwar das Hollywood. Das ist mit Cranberry, Wild Rose und Musk. Und das finde ich eigentlich mit am besten von diesen 8x4 Deos. Es hat so einen richtig leckeren Duft, also richtig schön. Und was halt auch bei diesen 8x4 Deos echt klasse ist. Die halten den Duft den ganzen Tag. Also man hat nicht das Gefühl, irgendwann am Tag mal zu stinken. Das andere ist, also es hat ja keine Aluminiumsalze drin. Deswegen schwitzt man damit schon. Also es ist jetzt nicht so, dass man damit nicht schwitzt. Also da braucht man dann schon was mit Aluminiumsalze. Da verwende ich auch immer was. Aber die 8x4 Deos verwende ich halt wirklich für den Duft, weil der einfach klasse ist. Und da habe ich nämlich noch eins näher gemacht. Und zwar das 8x4 Inspire White Peach Water Lily und Jasmin. Und das fand ich vom Duft jetzt hier nicht so toll. Also da hat mir das Hollywood wesentlich besser gefallen. Deswegen, das würde ich mir ja dem Duft nicht mehr nachkaufen. Und das würde ich mir wegen dem Duft nochmal nachkaufen. Dann habe ich einmal aufgebracht was zum Baden. Und zwar Dresden Essenz Schwerelos Sprudelbad Pfirsich und Mandelblüte. Und das ist halt auch wirklich, also der Pfirsich und diese Mandelblüte. Also man riecht mehr den Pfirsich raus. Aber auch richtig, richtig lecker. Also hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und auch bei dem Produkt, ich glaube, das ist jetzt für die Sommerzeit oder Frühjahrszeit gewesen. Aber wenn es es nächstes Jahr wieder gibt, hole ich mir das auf jeden Fall nochmal. Dann habe ich auch schon ein neues Produkt aufgebraucht, weil ich da mega neugierig drauf war. Und zwar von Tracklemoon, das Sweet Apple Pie Hugs Schmusewonne Badeschaum. Das ist dieses hier. Badeschaum kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es einen hat. Allerdings duftet es richtig, richtig gut. Also man hat einen leichten Schaum, also so dieses ganz, ganz leichte, was man oft bei diesen Badesalzen hat, hat es hier auch. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt ein Schaumbad. Also das habe ich hier definitiv nicht. Aber der Duft ist richtig toll und die Haut ist auch nach dem Baden nicht ausgetrocknet. Und ja, hat mir richtig gut gefallen und werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen, weil das ist echt vom Duft her richtig, richtig gut und mir gefallen diese Tracklemoon-Düfte einfach sehr. Und dann auch schon das letzte Produkt ist ein Duschgel. Ich habe es mal wieder geschafft, ein Duschgel leer zu machen. Und zwar das Dusche und Creme Mystic Fantasy mit Mandarinen- und Lotusblütenduft. Und das fand ich auch so lecker. Also es hat halt so diesen fruchtig-blumigen Geruch. Durch diese Mandarine fand ich das echt mega gut und ja, würde es nochmal geben, könnte ich mir vorstellen, es auch nochmal nachzukaufen. Aber wie ihr wisst, ich habe genug Duschgele, eigentlich brauche ich nichts nachkaufen, ich kaufe trotzdem fleißig Duschgele nach. Ja, es ist halt so eine kleine Sammelleidenschaft von mir. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit dem Video. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr den Monat so aufgebraucht habt. Würde mich mal sehr interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!